geht's los. 3 Wochen keine Wäsche, kein Kochen, keine Kinder. Und kein nervender Ehemann. Ich bin im Paradies. Und? Hast du es dir so vorgestellt, dass du dem Krebs auf diese Weise in den Hintern trittst? Nicole, also wirklich. Ja, du schon wieder. Sonja hat 4 Jahre gegen diesen verdammten Krebs angekämpft. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu freuen und das auch zu feiern. Trotzdem Hintern treten. Naja, wie würdest du es denn ausdrücken? Sanft die Wange streicheln und zum Abschied leise Servus sagen. Jetzt warten wir erstmal die letzten Testergebnisse ab. Erst dann kann man wirklich sagen, dass alles überstanden ist. Hallo, bin ich die Einzige, die hier gut drauf ist? Der Arzt hat gesagt, du bist gesund. Ja. Es ist überstanden, außen vorbei, also bitte, lasst uns feiern. Also, guten Tag. Hallo. Lüders, König Blum. Herzlich willkommen an Bord auf unserer Reise nach Perth. Shampoos, so gehört sich das. Kostet das extra? Nein, davon können Sie trinken, so viel Sie wollen. Ich nehme einen Orangensaft. Dankeschön. Gerne. Daniela, Schätzchen, trink einfach. Da drin sind keine tödlichen Keime, nur harmlose kleine Luftbläschen. Ich bin nur vorsichtig in fremden Ländern, man weiß ja nie. So, das sind Ihre Bordkarten. Das Gepäck wird Ihnen auf die Kabine geschickt, das übernehmen wir. Vielen Dank. Statt 3 Tage Allgäu, diesmal 3 Wochen Kreuzfahrt. Kann mich mal jemand zwicken? Ich hab echt... Au, Nicole! Prost! Auf unsere alljährliche Mädelstour. So siehst du also aus. Chef, was? Was ist denn mit dem Salat los? Der schneidet sich nicht von selber. Also Tempo, Tempo. Chef, was ist denn? Ich müsste jetzt wirklich los. Kommt überhaupt nicht in die Tüte. Es ist wegen meinem Jungen, der wartet. Also schön. Aber beeil dich, ja? Danke. Was mit den Gänsekeulen? Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Was kann ich für Sie tun? Oh, ich dachte, du vergisst nie ein Gesicht, Beatrice. Moment. Die Stimme kenne ich doch. Viktor? Das gibt's doch nicht. Hey, Viktor! Was machst du hier? Oh, ich gehe an Bord. Aber Moment, du stehst auf keiner Liste. Ja, ich wollte dich überraschen. Sie? Augenblick, junger Mann. Die haben dich auf der Passagierliste vergessen. Hast du kurzfristig gebucht? Nein. Tja, hier geht heute alles drunter und drüber. Weißt du, wir kriegen einen neuen Captain. Ach, tatsächlich? Wo ist denn mein Papa? Bist du Jonas? Ja. Wo ist denn deine Oma? Zu Hause. Ja, die sollte dich doch begleiten. Sie ist krank. Warte mal, siehst ja, am besten gehst du erst mal an Bord. Den Rest klären wir später. Okay, mach ich, in Ordnung. Ja. Deinem Papa sage ich gleich Bescheid und dem Sicherheitsoffizier sage ich Bescheid, dass du an Bord kannst. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, soll er sich an mich wenden. Die wird es nicht geben, da bin ich mir sicher.